Angenommen, wir müssten. Also wir sind da ziemlich präzise, wir können das ganz genau sagen. Klar auf den Punkt bringen, ja. Ganz klar, Fürstenrock! Ja. Ja. Und der zeichnet sich aus durch? Das müsst ihr dann bei einem Live-Auftritt selber herausfinden. Nein, Quatsch, also wir haben natürlich ganz verschiedene Einflüsse bei uns alles mit dabei. Wir haben uns halt die Freiheit gelassen, ganz verschiedene Richtungen anzusteuern. Deswegen hört ihr bei uns auf jeden Fall ein paar Ska-Elemente. Es ist Punk mit dabei, Metal ist auch mit drin, aber alles so gemixt und geschüttelt, dass es echt Spaß macht und man gut dazu abgehen kann. Wir wollen natürlich Spaß und Spannung und Freude und gute Laune natürlich. Das ist das Erste. Und wenn wir mit unserer Musik dazu beitragen können und den kleinen Show-Elementen, die wir zwischendrin mit reinbasteln, dann ist unser Ziel mehr als erfüllt. Wir haben uns einfach gesagt, wir wollen halt auch ein paar coole, außergewöhnliche Elemente in unserer Bühnenshow mit einbauen. Also nicht bloß Lied, Ansage, Lied. Was bei uns ja ein Schwerpunkt allgemein ist. Richtig. Ja. Und haben uns einfach zusammengesetzt und haben überlegt, was könnte man einbauen, was ist umsetzbar. Auch finanzierbar, sag ich jetzt mal. Also wir können keine teure Pyroshow machen. Haben wir alles schon geplant und durchgerechnet. Ja, kalkuliert, aber am Ende hat sich dann eben dieses Bassstück durchgesetzt. Genau. Das macht großen Spaß immer wieder und die Leute richtig, gehen ab. Richtig, genau. Wir haben schon einiges ausprobiert und warten dann immer auf das Feedback vom Publikum und sehen dann, was wir verwenden und was nicht nochmal. Ziel ist natürlich, mit den Leuten gemeinsam den Abend zu gestalten. Und deswegen geht das immer einher mit dem Publikum, mit den Leuten, die da sind. Also ich denke, jeder von uns hat eben seine eigenen Ziele. Also einige wollen zum Beispiel mal auf dem Freakstock spielen. Ich dachte, du wolltest dich selbstständig machen, willst du eine Solo-Karriere anstreben, oder? Jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich es öffentlich machen kann oder öffentlich sagen kann. Nein, also unser Ziel ist einfach, dass wir noch in dieser Konstellation halt noch viele super Auftritte hinter uns bringen und natürlich irgendwann noch auf den großen Bühnen vielleicht spielen. Also für uns große Bühnen. Des Weiteren planen wir natürlich jetzt auch gerade für nächstes Jahr ganz ja unsere Konzerte. Wenn jemand Bock hat, uns zu buchen, gar kein Problem, auf www.kurfürst.net erhaltet ihr alle Schleichwerbung. Infos. Oder schreibt uns einfach eine Mail, das ist gar kein Ding. Also wir planen jetzt gerade noch fleißig, wir schreiben neue Lieder, das passiert bei uns sowieso permanent eigentlich. Und wir basteln hier und da, wo es was zu basteln gibt. Richtig. Wenn ihr Bock habt, mehr von uns zu erfahren, wir haben einen Videoblog, den ihr gerne besuchen dürft. Den könnt ihr auf zum einen YouTube erklicken oder ihr schaut einfach auf die vorhin schon genannte Homepage www.kurfürst.net. Aber jetzt noch viel Spaß mit Walnut TV.